Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play Grandia 2 DHD Collection auf der Nintendo Switch. Wir haben erfahren, dass dieses Dorf von einem Fluch befallen ist und dass sie auf eine Schwester warten, die ihnen hilft. Eigentlich. Aber Elena hat jetzt geschützt in den Kopf gesetzt, dass sie das lieber ihr selber regeln wollte. Also soweit. Oh, hoppala. Nochmal rein. Hallo. Willkommen. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja. Hallo? Ist sie dann für Dings? Für Millennia? Gut gegen Vögel. Wir haben nicht so viel Geld. Am einen schmeiß ich noch. So. Ah, ich muss verkaufen. Hoch und runter. Ja. Vielen Dank. Oh, falscher Knopf.
Nein, nicht verbessern. Ausrüsten. Also das an und du. Dieses Mädchen. Das ist Aria. Wir haben es uns also nicht nur vorgestellt. Es gibt sie wirklich. Aria, Kleine? Hallo, mal wieder. Oh, liebe Aria. Was hast du damit gemeint, als du es mich nicht gesagt hast? Ich habe gemeint, was ich gesagt habe. Ich weiß, dass du in Ordnung bist, aber... Ich unterbreche nur ungern, aber ich muss einfach fragen. Was war das für ein Garten? Ein sicherer Ort für traurige Leute. Nicht so wie alle anderen Orte, voller Leid. Ich möchte nur, dass alle glücklich sind. Aria, wo bist du denn? Aria! Aria, ich habe dir auch befohlen, im Haus zu bleiben. Du da, halt dich von Aria fern. Was hast du mit ihr vor? Mutter, sie ist in Ordnung. Sie möchte mir nichts antun. Immer mit der Ruhe. Wir sind Reisende und haben uns nur mit der kleinen Aria unterhalten. Wir würden ihr niemals etwas antun. Es tut mir wirklich leid, wenn mein Aussehen dich erschreckt hat. Nein, nein, schon gut. Ich ging nur vom Schlimmsten aus, aber die da... Ich? Was hab ich denn getan? Es tut mir leid. Bitte kommt da rein. Hier draußen kann ich nicht reden. Was soll denn die Geheimniskrämerei? Warum willst du ungekannt bleiben? Manche wünschen Aria nichts Gutes. Der Sohn des Gastwirtes, Nikolas, ist krank geworden, als Aria bei ihm war. Sie haben nur gespielt und dann... Es gibt eine Geschichte, ein Märchen für Kinder. In der Geschichte geht es um einen Garten. Genau. Ich habe versprochen, Nikolas in den Garten zu bringen. Aria, sag doch sowas nicht! Aber, sag mal, lass mich diese Medaille sehen. Aber das ist... Die hat deine Mutter dir gegeben, oder? Naja, schon, aber... Es tut mir leid. Jedenfalls sehen mich die Dorfbewohner hier so seltsam an. Wenn ich mir denke, meine Gebete zu Granas werden endlich erhört und Arias Blindheit wurde geheilt. Ihr Augenlicht wurde durch Gebete wiederhergestellt. Das ist ein Wunder! Da hat Elena recht. Es ist ein Wunder, dass deine Gebete tatsächlich gewirkt haben. Natürlich hält das Dorf dich dafür eine Hexe. Ryuto! Aria ist mein Schatz.
Sie hat von Geburt an ein schlechtes Augenlicht und ich wollte ihr unbedingt helfen. Ich habe Kräuter gesucht und für ihre Augen gebetet, aber alle nannten meine Mixturen Hexengebräu und meine Gebete Beschwörungen. Und als Aria endlich durch die Gebete geheilt wurde und ich mit ein bisschen Glück gesegnet bin, geben sie mir die Schuld für den Fluch. Es tut mir leid. Komm nicht auf dumme Gedanken, Elena. Wir können nichts tun. Die Kirche hat vermutlich sowieso jemanden geschickt, der dann dem nachgeht. Sollen die sich drum kümmern? Wir sind hier nicht die Experten. Komm, wir haben noch einen weiten Weg vor uns zur Kathedrale. Du hast recht. Komm schon, gehen wir zurück zum Gasthaus. Okay, Ron? Danke. Deine Mutter war sehr schön. Was ist denn, Aria? Gruselige Leute sind gekommen, Mutter. Richtig gruselige Leute. Dann gucken wir uns mal die gruseligen Leute an. Hey, Beeilung! Wir dürfen sie nicht warten lassen. Wartet! Hey, was soll denn dieser Tumult? Ich habe gehört, dass die Priesterin aus der Kathedrale mit ihrem Gefolge endlich hier ist. Wo ist sie denn? Ah, da. It can't be. The Cathedral Knights. Well, well, how terrible for you. But never fear, the Cathedral Knights are here. We shall dispel the darkness before your eyes. Oh, your words are most reassuring. Please do what you can. This village is full of darkness. Darkness with terrible powers. What has brought this upon us? I have purified much darkness in my work so far. From my experience, this darkness is the doing of Valmar. I am not mistaken. Oh no. Until further notice, this village shall be under the control of us, the Cathedral Knights. All entrances shall be sealed. No one may enter or exit the village. Understood? Anyone violating my order shall be deemed a minion of darkness and purified in the name of Lord Grannis. Okay. Come, my Knights of Grannis, take up your blades to cut down the darkness. God's light shall shine. Scheint auch nicht mehr ganz so, was es sein, ne? I ought to have introduced myself. I am Celine, leader of the Cathedral Knights. I am pleased to meet you. Hey, Elena. You know that crazy zealot over there? Yes. She's the High Priestess Celine, leader of the Cathedral Knights. Now, High Priestess Celine is known to be an excellent inquisitor of heresy. I'm afraid this town might be in for a bit of trouble. Just what are those guys planning to do here? Na, und finden was raus, was sie vorhaben. Well, well, are you not a sister of Grannis? I was not told of a sister in this town. Oh, I am Elena, a songstress of Grannis. I'm on my way to Grannis Cathedral to report to His Holiness Zerah. To report to His Holiness Zerah? You must be a very accomplished student.
I'm sure His Holiness will be pleased. Your mission must be important, as is mine, to purify the world of darkness. Let us both work to the utmost of our abilities. Yes. Thank you very much. Annette? Ach ja, solltest du dich nicht in der Tat sputen, wenn du dich bei seiner Heiligkeit melden möchtest? Wie unangenehm für dich. Nein, um genau zu sein, scheiterte die Zeremonie. Pass auf, was du sagst, Elena. Oh, wer bist du? Ich heiße Ryudo. Die Schwester steht unter meinem Schutz. Ich verstehe. Vielen Dank für deine Bemühungen. Du kannst dich erkenntlich zeigen, indem du uns durch dieses Dorf passieren lässt. Oh, und die beiden auch. Die gehören zu uns. Das ist unmöglich. Hey, sei doch nicht so verklemmt. Wir sind keine Bedrohung für dein Vorhaben. Das geht nicht. Hast du nicht gehört, was ich eben gesagt habe? Dieses Dorf ist nun abgeriegelt. Wer es verlässt, wird geläutert. Solange das Problem dieses Dorfes nicht gelöst ist, darf es niemand verlassen. Weder Elena, noch du, noch sonst wer. Also müssen wir den Boss melden? Wenn du ihn benachrichtigst, erlaubt er uns sicher zur Kathedrale zu sputen. Ungeachtet eures Vorhabens ist es meine Pflicht, sicherzustellen, dass die Finsternis in diesem Dorf getilgt wird. Und das ausnahmslos. Verflucht, selbst wenn die Finsternis besiegen möchtest, was wirst du dann tun, wenn du sie findest? Niemand kann es mit einem Gott aufnehmen. Sorge dich nicht. Wir sind die Kathedralritter. Und wurden von Kranas gesegnet. Balmas Verbündeter zu entlarven ist eine einfache Aufgabe. Genau wie die Lösung der Unreinen. Läuterung der Unreinen. Was meinst du denn immer mit Läuterung? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr Seife und Waschpulver eingesteckt habt. Sie will sie umbringen. Ich erinnere mich an ein Dorf, das von Kathedralrittern niedergebrannt worden ist. Einfach, dass es ihnen definitiv nicht besser gehen. Nein, das stimmt so nicht. Kranas billigt sinnloses Abschlachten nicht. Das heilige Feuer von Kranas läutert nur jene, die ihre Seelen an Weimar verkauft haben. Wir haben die Finsternis aus der Welt verbrannt und alle Spuren von ihrer Unreinheit geläutert. Kranas sei Dank. Oh, da war das Wort schon wieder. Ich sehe beim besten Willen keinen Unterschied zwischen deiner Methode und einem kaltblütigen Mord. Wenn du eine Person findest würdest, von der Weimar Besitz ergriffen hat, was würdest du dann mit ihr machen? In diesem Fall würden wir das gesamte Dorf mit dem heiligen Feuer von Kranas läutern. Ein solches Opfer ist nötig, um Valmars Präsenz aus der Welt zu tilgen. Was? Das könnt ihr nicht tun. Sei unbesorgt, denn das heilige Feuer läutert nur die Sünder. Wer rein Herzens ist, hat nichts zu befürchten. Das setzt natürlich voraus, dass es Menschen gibt, die nicht gegen Kranas gesündigt haben.
Nun denn, ich muss alle Einzelheiten erfahren. Erst dann können wir Valmas Apostel ausfindig machen. In Ordnung. Was sollen wir jetzt tun, Ryudo? Die Ritter haben alles abgeriegelt. Wir müssen wohl oder übel hier übernachten. Vorerst sollten wir unsere Ruhe haben. Elenas Anwesenheit schützt uns vor Verdächtigungen. Ich kann aber nicht sagen, wie lange noch. Das ist ratlos. Auf des Obersten. Ich hätte mir das nie träumen lassen. Jemand hat gesagt, dass die Hohepriesterin gerufen wurde. Was? Ist das nicht die Aufgabe des Dorfoberhauptes? Nun, nein. Auch Dorfbewohner können das machen, wenn sie es wirklich wollen. Viele Gestalten, die können sich überall herumtreiben. Das hängt doch nur davon ab, wie paranoid man ist. Seit kurzem sind die Menschen hier viel reizbarer geworden. Keiner scheint mehr den Mund aufmachen zu können, ohne schlecht über einen anderen zu reden. Und gleichzeitig seid ihr blind für eure eigenen Fehler, oder? Bist du nicht einer von denen, die immer andere verdächtigen? Ich glaube, ich hole noch den Bogen. Platz in der Tasche. Hallo? Ja. Ja, ja, nicht überarbeiten. Okay. Mal speichern. Schon 9 Stunden am Spielen, hammerhart. Übernachten. Träum was Schönes. Die Leute hier werden echt schnell hysterisch. Es gibt ein paar schlechte Ernten und schon können sie nicht mehr klar denken, was. Sie suchen wohl jemanden, dem sie die Schuld in die Schuhe schieben können. Irena, Sandra und die kleine Aria. Diese Leute haben es einfach schwer. Das bedeutet aber nicht, dass sie bösartig sind. Wer leidet, kann dem bedürftigen anderen gegenüber blind sein. Es riecht nicht schlimm, aber es riecht ein wenig oberfaul. Aber wen halten die denn jetzt für wirklich schlecht? Ich halte die Ritter, die hier rumrennen und die Leute erschrecken, für das wahre Problem. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passieren wird. Naja. Okay.
Diese Kathedralkrieger, Ritter kennen keine Gnade. Wenn es so weitergeht, wird das gesamte Dorf niedergebrannt werden. Aber es riecht ein wenig oberfaul. In diesem Dorf geht Seltsames vor. Oh, hoppala, egal. Die Kathedralträger zeigen den Finsterlingen gegenüber keine Gnade. Was wird denn dann aus diesem schönen Dorf werden? Wer hätte gedacht, dass die Kathedralritter... Ich glaube nicht, dass irgendjemand Valmar besiegen kann. Noch nicht einmal diese heiligen Ritter da draußen. Valmar hat selbst von mir Besitz ergriffen. Nun, immerhin haben wir Elena dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese gegenüber heiligen Rittern jemanden aus der eigenen Reihen töten würden. Wenn diese Dorfbewohner leiden, dann ist das Valmar schuld. Ohne jeden Zweifel. Wir wissen es nicht. Selbst jetzt versuchen sie immer noch unschuldig umzubringen. Es riecht ein wenig oberfaul. Aber ich kann nicht bestätigen, dass es mit der aktuellen Situation zusammenhängt. Ich kann nicht glauben, dass das passieren wird. Dass nichts passieren wird. Ich bin sicher, dass es Probleme geben wird. Ja, aber was? Ich halte das Beste von hier zu verschwinden, bevor diese Selena für noch mehr Ärger sorgt. Wir ziehen gleich morgen früh los. Selbst morgen früh wird das Dorf abgeriegelt sein. Was ist denn los, Elena? Valmars Mond. Er ist so gruselig. Ich frage mich, ob er uns immer so beobachtet. Es bringt nichts, sich über Dinge aufzuregen, die wir nicht ändern können. Außerdem sind wir doch ziemlich weit von ihm entfernt. Stimmt wohl. Aber was ist mit der Anwesenheit von Valmar in mir? Oh, Millennia. Komm schon, entspann dich. Millennia ist gar nicht so übel. Ryolo, wie kannst du nur so unbeeindruckt von solchen Dingen geben? Es geht hier um die Mächte der Finsternis. Wer weiß, wann Millennia etwas tut wie Gedan oder schlimmer. Was, wenn es ihre Aufgabe ist, Valmar zum Leben zu erwecken? Dagegen können wir nichts tun. Zumindest vorerst. Aber gehst du nicht deswegen zur Kathedrale? Valmar bereitet einen Zufluchtsort in den Seelen der Verdammten vor. Ich bin mir sicher, dass Millennia das Böse in mir ist. Sie ist die Finsternis in meiner Seele. Hey, lass dich nicht davon runterziehen. Was ist denn mit deinem hübschen Gesicht? Komm schon, wir klopfen an die Türen der Kathedrale. Zera wird sich von seinem Thron aus Porzellan erheben und sich um alles kümmern. Hör auf, Ryodo, es ist ernst. Musst du immer so flapsig daherreden? So. Ich habe nur versucht, dich aufzumuntern. Verdammt! In Ordnung. Ich verstehe es. Wie für die Flügel Valmars zu erwarten war, ist es schwer, Millennia Schaden zuzufügen. Du allerdings? Ryodo? Du lässt mir nicht gerade eine Wahl. Du kannst weiter gegen Valmar rumheulen, oder wir regeln das jetzt. Hast dich jetzt beruhigt? Hey, was ist denn los mit dir? Was ist aus deiner Entschlossenheit geworden und deinem Mut, die ich so gut kenne? Was ist denn los, Elena? In Ordnung, Ryodo. Töte mich. Wenn das Valmar vernichtet. Was? Was ist los, Ryodo? Mach schnell.
Ich habe Angst. Mach es so schwer, zwei, wie du kannst. Sei doch nicht albern! Da spricht Selina, nicht du. Ich soll dich zur Kathedrale bringen. Für seine Wünsche frag jemand anderen. Hör auf mit dem Grübeln und geh ins Bett. Verdammt. Nicht der richtige Ansatz, Ryudo. Nicht der richtige Ansatz. Was zum Teufel stimmt denn nicht mit dir? Ach, ich sollte wohl auch ins Bett gehen. Was ist das denn? Wo bin ich? Hey! Was guckst du so? Hör auf mich anzustarren. Nicht! Das ist meine Seele, verdammt nochmal. Bleib gefälligst draußen. Hört auf! Bitte, hört auf! Zwingt mich nicht, mich zu erinnern. Bitte, ich will vergessen. Lasst mich vergessen. Oh verdammt, ich will mich nicht daran erinnern. Ryudo, was ist los? Du hast gestöhnt. Verdammt, warum verfolgen sie mich immer noch? Ich habe sie schon fast vergessen können. Hört sich nicht nach einem schönen Traum an. Ich weiß, diesen Traum haben sie gesehen. Wer hat das denn gesehen? Hä? Komisch. Ja, komm. Komisch, ich werde das Gefühl nicht los, dass ich beobachtet werde. Hier hinter dem Vorhang. Alter, hab ich mich erschrocken. Oh. Ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht. Es war dieses Ding! Ja. Der Grund für die Albträume? Wenn das so ist, ist der Fluch des Dorfes. Verdammt! Bon, Marek. Geht es euch gut? Ja, Ryudo. Geht's dir auch gut? Oh. Dieser verfluchte Albtraum, was war sein Zweck? Fragt dieses Ding. Es ist für diese verdammten Albträume verantwortlich. Was meinst du mit dieses Ding? Ryudo, was ist nur los? Elena, alles in Ordnung? Hör zu, die Qualle der Albträume befindet sich genau hier. Ein Augapfel. Ein großer fliegender Augapfel. Er schaut uns einfach an. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wenn das die Quelle sah. Sind die anderen? Das kann nicht sein. Irina? Oh verdammt. Schauen wir nach ihr. Schnell! Wo ist sie denn? Hinter der Rezeption? Wo willst du denn hin? Wir müssen nach Irina sehen. Ja, ich wollte ja so rumlatsch spitzen. Alter. Kann ich schon mal so rumlang gehen? Nee.
Verdammt, wir kommen zu spät. Ich hab sie schon. Ryudo, ich nehme die Verfolgung auf. Versuch dran zu bleiben. Verdammt, das war eins dieser Dinger. Die stecken dahinter. Er ist die. Wie müssen wir ihnen folgen? Ich habe da seinen Besetzungsfehler. Das heißt, müsste eigentlich halten, wir müssen ihnen folgen. Ah, nun erkenne ich die Ursache unserer Probleme. Also diese Dinge verursachen die Albträume. Ryudo! Es sind zu viele. Wir sind ja schnell. Ja, schnell, ja. Zack, die. Aus dem Weg. Schnell, speichern. Wir müssen doch schnell hinterher. Guy, wo sind Sie hin? In diesen Spalt dort. Wir wissen ja alle, was als nächstes kommt. Beeilen wir uns. Ich möchte herausfinden, was zur Hölle hier vor sich geht. Probieren wir mal auch noch eine Attacke aus. Doppel-Ober. Okay. Hatte ich auch eine neue gesehen? Das ist gut. Ich kost noch den Pack-Bomb. Na, Mann, ich komme raus. Hallo? Beast King Smash! Here goes my impact bomb! Yeah. Gotta work even harder! Und zwei Handgranaten. Flügelstiefel. Alles klar. Also da kommen wir. Ich würde sagen, gehen wir erst hier lang. Was ist denn das Ding? Eine Kombo hier. Eine Kombo dahin. Eine Kombo dahin. Ach, der Scherz jetzt, wie doof. Ach, die Audi weg jetzt. Golden Hammer! Crash! Alter, wie nervig. Ready!
kaum noch gekostet. Du machst kaum noch aus. Obwohl das wahrscheinlich gar nicht mehr lustig ist. We won! We won. Ein Bebenstein. Und Level Up für Marek und Rowan. Rowan. Okay, noch einer von mir. Überraschung. Werfkumpel. Here goes my impact bomb. Ach, das reicht. Tensei can slap. You better practice if you want to beat me. Island Granate. G erhalten. Dann machen wir hier einen Cut, weil die geht schon 42 Minuten. Bis gleich. Ciao.